feine Gottliebehüppen als passendes Geschenk zu unseren Blumen. Flörop präsentiert Glanz und Gloria. Schon gleich startet die kleine Niederdorf-Oper in die dritte Spielsaison. Das Schauspielensemble hat das Mal Zuwachs bekommen. Wer die neuen Gesichter sind, zeigen wir euch am Schluss der Sendung. Herzlich willkommen, ihr schaut Glanz und Gloria. Voxet ist ein reines Vokalensemble, das in der A cappella-Musikszene neue Akzente setzt. In der Deutschschweiz kennt man sie noch kaum, ganz anders in der Romandie und in Frankreich. Jetzt haben sie den Schritt in die Deutschschweiz gewagt und gestern vor prominentem Publikum in Winterthur das erste Konzert gegeben. Boys, Groove, Boys, Groove, Voxet! Die Gruppe Voxet kurz vor dem Auftritt. Die Anspannung ist groß. Es macht Angst auf eine Sprache, die ist nicht perfekt für uns, um zu, uns so alle, wir wollen immer so viel sagen und wir können so wenig sagen in dieser Sprache. Also heute Abend, wir sind nervös. Auf der Bühne ist diese Nervosität schnell verflogen. Das Erfolgsrezept der Truppe ist einfach. Wir schreiben nicht einen eigenen Sound. Unsere Art geht mehr um Überraschung zu finden in Sound, die alle Leute im Kopf haben. Und etwas mit diesem Hit, etwas neu bringen. Etwas Neues haben sich die sieben Romans auch extra für die Deutschschweiz einfallen lassen. Grüezi wohl, Frau Stirnima, Version 1. Grüezi wohl, Frau Stirnima, sagen Sie, wie lange Sie, wie sind Sie also da? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnima, sagen Sie, wie sind Sie also da? Voxet wäre aber keine A cappella-Gruppe, wenn nicht auch dieses Urschweizer Lied total umgekrempelt würde. Auf der Bühne sind sie im Schweizer Dialekt zwar sattelfest, im Test neben der Bühne hapert es aber noch etwas. Ich fühle mich so heimelig und ich würde gerne heiße Hoffi trinken. Ich habe 9 Jahre gelernt, aber alles vergessen. Stört die da nicht? Nein, uns stört nichts. Auch Bo Katzmann ist von den Romans begeistert. Aus eigener Erfahrung weiß er aber, wie schwer es ist, als Künstler über den Röstigraben hinaus erfolgreich zu sein. Der Röstigraben ist so breit wie der Ozean. Man kommt nicht drüber hinweg. Ich habe es auch schon versucht. Aber bis auf Biel ist das nächste an den Röstigraben, den ich so geschafft habe. Es ist schwierig, der Austausch. Und ich finde es toll, dass sie den Mut hatten, einmal hierher zu kommen und einmal den Deutschschweizer zu zeigen, dass die Romans einen drauf haben. Es ist so, wirklich, es ist ganz etwas Spezielles. Es rockt voll und es ist keine Minute langweilig. Besonders angetan ist sie vom Beatboxen. Das ist aber schwieriger, als es ausschaut. Nein, ich glaube, ich schieße voll ab. Nein, lieber nicht. Dafür haben es sie ja im Griff. Der nächste Schritt über den Röstigraben wagen, wo gesetzt aber erst Ende November, dann in Bern. New York Fashion Week geht morgen schon wieder zu Ende. Wir schauen heute schon zurück und zeigen euch, was sich in den letzten Tagen auf und neben dem Laufsteg interessant abgespielt hat. Ob brav im Gleichschritt oder exzentrisch verrucht, die New York Fashion Week sorgt seit 6 Tagen für Aufsehen. Noch bis Donnerstag zeigen hier die besten Designer der Welt ihre Kreationen. Zu bestaunen gibt es modisch die ganze Palette. Ob schwarz-weiß, verführerisch elegant oder eher ausgefallen. Der Kreativität der Designer sind keine Grenzen gesetzt. Garantierter Aha-Effekt ist, wenn der Schöpferin das Kleid genauso gut passt wie dem Model. Neben den Laufstegschönheiten sorgen auch die Promis in den vordersten Reihen für ordentlich Blitzlichtgewitter. Skandalnudel Courtney Love geht auch Tuchfühlung, während Vogue-Chefin Anna Wintour beinahe von ihrem Platz gedrängt wird.
Und auch auf dem Catwalk verirren sich ein paar VIPs. Wie Popsternchen Rita Ora oder Model-Urgestein Naomi Campbell. Für Schweizer Glamour sorgt Manuela Frey. Die 16-jährige Aargauerin gehört in New York zu den meistgebuchten Models. Oh yeah! Vor kurzem hat in London die Weltpremiere zum Film Diana stattgefunden und in der britischen Presse Kontroversen ausgelöst. Vom Königshaus wartet man bis jetzt vergeben auf eine Reaktion zum Film, die die letzten zwei Jahre vom Leben der Prinzessin Diana zeigt. Viel Lob gibt es dafür für die Hauptdarstellerin Naomi Watts. Sie hat nicht nur mit ihrer schauspielerischen Leistung, sondern vor allem dank unverwechselbarer Kleider überzeugt. Naomi Watts spielt eine Prinzessin Diana, die dank den Outfits sehr authentisch wirkt. Dies hat sie zu einem großen Teil ihm zu verdanken. Designer Jacques Azzaguri. Er hat mit seinen Kleidern Diana zur Modeikone gemacht. Gesehen hat er den Film noch nicht. Er wird mich traurig machen, dieser Film. Es wird bestimmt eine emotionale Sache. Der englische Designer half den Filmemachern mit Kleidungsstücken wie diesem. Für den Film hat er Dianas Kleider noch einmal geschneidert. Möglich war dies nur, weil er damals von jedem Stück, das er der Prinzessin verkaufte, eine Kopie anfertigte. Ich habe bei Prominenten wie Diana immer ein zweites, identisches Kleid für das Archiv gemacht und extra Stoff gelagert, falls dem Kleid irgendetwas zugestoßen wäre. So sind die Kleider von Naomi vom gleichen Stoff wie damals Dianas. Die Originale sind entweder im Diana Museum, das steht in Althorp, wo sie aufwuchs und auch beerdigt wurde. Oder die Kleider wurden größtenteils für einen guten Zweck versteigert. Heute wird Herzogin Catherine als neue Stilikone gehandelt, auch wenn sie oft Kleider ab der Stange trägt. Wie Diana muss auch sie ihre Kleiderwahl dem royalen Modediktat unterwerfen. Gewisse Kleidungsstücke darf Catherine nicht mehr tragen. Zum Beispiel Schwarz ist nur erlaubt während einer Trauerzeit. Diana hat übrigens erst Schwarz getragen, nachdem sie geschieden war. Sie mochte Schwarz sehr gern. Mit ihrem eleganten Look wurde Diana bereits zu Lebzeiten zur Stilikone. Und auch wenn der aktuelle Film von den Kritikern verrissen wird, dank den authentischen Outfits ist Naomi Watts allemal ein Hingucker. Und wieso sich Diana ihre Söhne gestern einen Tag lang fast wund telefoniert haben, erfahrt ihr auf unserer Homepage. 233 ausverkaufte Vorstellungen und über 90'000 begeisterte Zuschauer. Die kleine Niederdorf-Oper unter der Leitung von Erich Fock war ein voller Erfolg. Jetzt wird nach zwei Spielzeiten eine dritte angehängt und das freut vor allem die Schauspieler selber. Gestern haben sie nach knapp zwei Jahren sich zum ersten Mal zu einem Presseapparat getroffen. Ein Küsschen da, eine Umarmung dort und ein freundschaftlicher Klaps hier. Wenn Erich Fock sein Ensemble der kleinen Niederdorf-Oper zusammentrommelt, geht es familiär zu und her. Es ist eine absolute Familienzusammenkunft, weil ich habe mich auch schon Tage darauf gefreut, dass es endlich losgeht. Ich kenne Familien, die viel weniger lustig haben, wenn sie sich nach langer Zeit wieder sehen. Erich Fock setzt auch bei der dritten Spielzeit auf praktisch das gleiche Ensemble. Ganz nach dem Motto: Never change a winning team. Die Jüngsten sind anfangs 20, die Ältesten sind über 70. Und das geht Hand in Hand. Und es ist eine ideale Atmosphäre. Ich glaube, vielleicht hat es auch etwas dazu beigetragen, dass das Stück so gut funktioniert, wie wir jetzt das machen. Und das freut uns natürlich sehr. Ganz ohne Veränderung in der Rollenbesetzung geht es dann doch nicht. So bekommt Elisabeth Schnell eine neue vierpfotige Bühnenpartnerin. Die Hündin Patta von Hubert Spiers und Erich Fock. Für den Hubert ist das eine unglaubliche Aufgabe, den so auf die Bühne zu bringen, dass er dann auch das macht, was man von ihm will. Aber er ist sehr begabt. Ich bin überzeugt, dass ihm das auch gelingen wird. Und ich freue mich sehr auf Patta, meine neue Partnerin. Neben diesem tierischen Zuwachs gibt es auch noch personelle Veränderungen. So stoßen neu Daniel Bill wie auch Sabina Schneeberli zum Ensemble.
würde mal sagen, die Hälfte der Leute kenne ich nicht. Aber ich freue mich, sie kennenzulernen und bin jetzt dran, mir so versuchen zu nehmen. Mir zu merken, das ist wirklich eine Schwachstelle von mir. Ich kann mir ganz schlecht Namen merken. Bis zum November hat sie noch Zeit. Dann nämlich startet die dritte Spielsaison der kleinen Niederdorf-Oper. Nach knapp 2 Jahren Pause sei die Frage erlaubt: Passt denn das Kostüm noch? Aha! Sehe ich so dick aus? Ich habe 6 Kilo abgenommen. Ja, also, ich wäre. Geknickt, wenn es mir nicht gehen würde. Ich habe dort während der Niederdorf-Oper etwa 7 Kilo zugenommen, weil ich ja doch am Abend fast 3 Liter alkoholfreies Bier trinke. Das schwemmt ein bisschen aus. In diesem Fall Prost auf eine weitere erfolgreiche Staffel. Das war es schon wieder von Glanz und Gloria. Habt noch einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Mehr als nur Blumen. Fleurop präsentiert Glanz und Gloria.